So schlägt das jetzt aus, ja. Gerade eben hätte es mir fast wieder eine tonlose Aufnahme hier beschert. Heute war so ein komisches Windows-Update und mir ist einfach wieder alles verstellt. Könnte ausflippen. Okay, ist aber egal. Hier, ich habe es bemerkt, dass nichts ausgeschlagen hat und jetzt schlägt es aus. So, wir haben letztes Mal uns den... Fragezeichen, 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 beziehungsweise Tainted Blue Baby Dude angeguckt, der interessante Dinge hat, die man erstmal so ein bisschen verstehen muss. Aber wenn man es dann verstanden hat, dann lassen sich da ziemlich interessante Strategien fahren. Ich denke aber trotzdem, wenn wir in einem relativ guten Status sind, was Items und so weiter angeht, dass man dann eher nicht mehr zwingend auf diesen ganzen Poop-Kram angewiesen ist. Also, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. So, wir haben jetzt hier leider nichts Feuertechnisches. Ich komme jetzt leider nicht in Dings rein. Aber gut, das ist halt so. Das ist halt so. Ist jetzt auch nicht das Wichtigste. Das Wichtige ist, dass wir jetzt hier schön eine Spur machen. Ja, das ist eine ganz ordentliche Spur. Und dann könnten wir der Spur schon mal ein bisschen Gift verpassen. Habe ich es erwischt? Yes. Oh, nee, 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 den darf ich nicht... Ach Gott, jetzt greife ich den schon wieder an. Den darf ich natürlich nicht angreifen. Ja, ich sehe schon, den habe ich gleich kaputt gemacht. Steinpup. Ah! Hab ich den jetzt hingeworfen? Oh ne, jetzt ist er kaputt. Jetzt geht's wieder weg, der Effekt. Oder auch nicht? Hä? Hä, aber... Es ist ja noch grün. Yikes. Yikes. Oh boy. Hier, ins Gesicht. Hä, wieso bleibt... Also, mir soll es recht sein, dass der Effekt bleibt, aber ich verstehe nicht ganz. Wait. Ich glaube, ich habe gerade was gelernt. Yo, ich glaube, ich habe gerade was gelernt. Wenn ich den jetzt kaputt mache... Ja. Insane. Okay, das heißt folgendes. Wenn ich so einen Engel-Poop mal habe und der geht kaputt und der hat hier dieses Ding weiß gemacht, ich habe aber dann Steine da drauf geworfen, dann hält der Stein den Effekt. Na, jetzt ist es grün. Jetzt ist es grün. Und jetzt ist er kaputt. Aber es bleibt grün, weil der Stein da... Achso, ja gut, aber... Ja, okay. Der andere Kram ist leider explodiert. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oh, yep. Aber das ist ja übelst interessant. So, ich will eine Bombe behalten. Oha. Was ist passiert? Wir haben zwar nicht gut gekämpft, aber wir haben insgesamt nur ein blaues Herz verloren. Das ist... Oh, wollte ich nicht. Das ist okay. Damit da... Oh, shit, ich wollte gerade sagen, damit darf ich nicht in Explosionen reinrennen. Da ist schon passiert. Aber ich war jetzt auch... komplett verwirrt wegen diesem Steinpoop-Ding. Aber das ist ja echt cool. So behält man die Effekte. Okay, da unten ist Feuer, da wollen wir nicht rein. Da. Take this. Nein, ich bin tot.
Okay, ich bin nicht tot. Ah, der Slow... Achso, okay, nee, der Slow-Effekt geht weg. Ach, weil ich es kaputt gemacht habe, ne? Mhm. Da ist jetzt so ein Holy Poop, aber an sich brauchen wir den jetzt eigentlich auch nicht mehr. Machen wir halt Monster noch weg. Energietechnisch ist jetzt nicht so geil. Muss ich sagen. Das ist irgendwie schon lustig, die einfach nach denen zu werfen. Oh shit, das war dumm. Ja, ist okay. War dumm. Oh, gut, wir haben wieder was gelernt zu dem Creep auf dem Boden. Wir haben zu dem Creep auf dem Boden was gelernt. Das ist doch ganz cool. Und es gibt einen Schlüssel. Und es gibt einen Holy Shot. Jawohl. Den nehme ich. Das machen wir mal gleich weg. Bevor mir das irgendwann um die Ohren fliegt. Ha, das ist wieder risky, hier durchzulaufen. Aber jeder normale Mensch kann's. Ich halt wieder nett. Na gut. Aha. Hm. Itemtechnisch nicht so die geilste Ausbeute. Leute, spawnen da schon mal schön Fliegen. Mehr Gift für euch hier. Nein, der macht es kaputt. Er soll das nicht kaputt machen. Ach, verdammt, was mache ich denn? Oh, wieso ist das jetzt da? Das war ja komisch, das ist irgendwie so hängen geblieben an dem Ding. Das war ja richtig komisch. Yikes. Oh boy, warum habe ich mich dahin bewegt? Oh, das ist ein Unsichtbarer, den ich nicht getroffen habe. Hör auf, meine Fliegen! Frech. So, jetzt geht's hier los. Jetzt kann nämlich, selbst wenn der Holy Ding kaputt geht, bleibt der Effekt jetzt hier. Bleibt der Effekt jetzt hier, weil wir den Stein drauf haben. So funktioniert das. Das ist voll gut. Nur die Energie ist nicht so geil. Was gut ist, wir schießen halt einfach hoch. Es kann effektiv nichts passieren. Das ist voll gut, wenn dieses Ding einfach da ist. Ja, easy fight. Also sobald wir den Holy Poop haben, ist easy win. Alter, wie viel Poop hier rumliegt, ne? Das nützt mir jetzt gar nicht. Was? Hm. Was mache ich jetzt mit dem ganzen Zeug? Erstmal Item... Ah ne, Itemraum waren wir drin. Itemraum waren wir drin, stimmt. Ich würde jetzt halt fast sagen, wir kaufen einen Schlüssel. Und wir kaufen die Batterie, auch wenn wir noch kein Space-Item haben. Aber wenn es mal eins gibt, dann ist die Batterie cool. Insofern... Ne? Ich denke, das ist okay. Problem ist halt, ich bin tot. So wegen energietechnisch. Das ist halt das Problem. Ja, das ist auch das Problem, was jetzt... Achso, doch, die Items sehen wir. Alles gut.
Das ist jetzt eigentlich das nutzloseste Item, was wir hätten bekommen. Schon wieder die Schokolade. Ja, kann man mal machen. Okay, hier gibt es blaue Herzen. Also wir müssen viele Münzen hier bekommen. Und da gibt es das Geschenk. Okay, das Geschenk muss ich kaufen und damit in den Shop gehen. In den Engel-Dings, weißt du schon. Aber ich muss jetzt erstmal überleben. Das wird jetzt schon schwierig genug. Weil das werden wir hier nicht überleben. Okay, da ist jetzt ein Holy Poop, aber kein Mist. Keine Spur dabei. Mist, wenn ich jetzt die Spur auf Hold hätte, könnte ich einen schöne Dings hier generieren. Aber ich habe die Spur nicht auf Hold. Die Frage ist, kommt da noch eine Spur? Wir können ja mal gucken, ob wir hier schon an Münzen rankommen. Ich konnte nicht werfen. Ich weiß nicht, was das jetzt komisches war. Aber ich konnte nicht werfen. Na gut, wir probieren es mal so. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ich kann ja schon mal hier den Stein setzen. Und hier den Holy Poop. Alleine dem zu stehen ist ja auch schon cool, ne? Das ist ja. Oder, ne, den Stein will ich nicht angreifen. Allein in dem zu stehen ist ja auch schon was. Dann machen wir hier ein paar Fliegen noch hin. Bombe kommt auf Hold. Die Bombe da kommt weg. Dann machen wir hier noch Fliegen hin. Die Bombe da kommt auch weg. Na, gucken wir mal, was passiert. Oh Gott. War hatte ich nicht? Wieso habe ich plötzlich Energie wieder? Ah, weil ich das Ding eingesammelt habe, den Match-Dings, da war Dings dabei. Stimmt. Nein, der Poop geht kaputt. Ich war zu sehr auf Poop konzentriert. Ich hätte einfach weiterkämpfen sollen. Das war eigentlich jetzt nicht... Ich habe keinen Grund, habe ich bewusst gemacht, ich wollte es mal testen. Es gab keinen Grund, nicht einfach normal weiterzukämpfen. Es gab wirklich keinen Grund, nicht einfach normal weiterzukämpfen. Ich weiß nicht, wieso ich das gerade so gemacht habe. War dumm. War richtig dumm. Na gut. So, diesmal können wir aber gleich einen Schlüssel kaufen. Das ist doch was. Oh, die Bottle of Pills. Ja, gut. Generiert mir halt Pillen, die gut sein können, aber auch nicht. Und notiere es ab. Ja, okay, meinetwegen. Ich mag das eigentlich echt, mit dem Ding einfach zu kämpfen. Einfach rumzulaufen. Das hat was. Ah, shit. Ah, den wollte ich eigentlich auf Hold machen. Das ist aber das Problem, dass ich mich dann teilweise zu sehr auf die Poops konzentriere und dabei komplett alles andere außer Acht lasse. Das ist ziemlich dumm.
Jo, da waren die Bomben. Siehst du, das war halt zum Beispiel schon wieder richtig dumm. Ah, ich konzentriere mich zu sehr auf die Pups. Das ist ein schöner Start. Einen machen wir auf Hold. Einen schmeißen wir ins Feuer. Weil wir es können. Und jetzt kann ich hier einmal Ich habe mit der kompletten Reihe nur zwei Münzen gekriegt. Willst du mich verarschen? Ich dachte, ich habe die so gut gesetzt, dass ich alles mitnehme. Oha. Ja gut. Hab ich wohl nicht. Na, wie hat sie nicht getroffen? Frech. Aber ich hätte den Stein behalten sollen. Für Dings später. Um die Spur zu behalten. Yikes. Nein! Oh oh. Das ist, was ich meine. Ich guck so nach der Explosion. Und pass überhaupt nicht mehr auf. Ach man. Richtig dumm. Richtig dumm. Nee, komm. Reset. Nee. Behalten. Das nehmen wir mit. Speed-up kriege ich wieder zurück und das ist okay. Dieses Stompy ist gar nicht mal so schlecht. Dann kann man hier schön aufräumen. Ja, okay. Hier kann ich gerade nicht aufräumen. Aber soll irgendwo mal Töpfe sein, dann kann ich sie einfach kaputt laufen. Oder wie hier zum Beispiel. Jetzt komme ich an den Schlüssel ran, siehst du? Stompy. Gutes Ding. Das ist auch gutes Ding. Oh, das... Ja, gut. Weiß nicht, ob das jetzt für hier so geil ist. Aber wir nehmen es mal mit, ne? Nice. Komme ich jetzt sogar gleich an die Truhe noch ran. In der ja auch nochmal ein Item sein könnte. Aber man weiß es nicht so genau. Da ist mein Speed-Up zurück, siehst du? Also noch nicht zurück, aber es ist am Goen. Jetzt kommen Fliegen.
solange wir nicht irgendwo gefährliche Sachen haben, kann ich jetzt damit ein bisschen rumwurschteln. Ich darf nur da unten zum Feuer nicht hinkommen. Sonst ist alles cool. Ah, shit, und mich soll sowas nicht treffen lassen. Oh, da ist jetzt der Holy Poop. Nein, du blöder Hund! Jetzt hätten wir so schön eine Spur legen können mit dem Holy Poop, ne? Und ich hätte auch noch den Stein gehabt. Ach, Mann. Aber das ist was, was wir am Schluss machen müssen. Diese Geschichte, so eine, schon eine Spur legen und so, das müssen wir unbedingt... Mann! Das müssen wir unbedingt bei Greed machen. Aber ich konzentriere mich viel zu sehr darauf, solche Sachen zu erreichen. Und dafür kämpfe ich dann kacke. Das ist eigentlich dumm. Habe ich vorhin schon mal gesagt, ne? Habe ich vorhin schon mal gesagt. So, ich will jetzt hier... Oh Gott. Geht das so? Oder geht das in die... Ja, perfekt. Wollte gerade sagen, ich hoffe, dass es nicht in die Explosion reinrennt. Passt. Oh, er startet direkt dort. Da, oh. Oh mein Gott, war das wieder dumm. Was, warum tue ich, was ist passiert? Habe ich es jetzt kaputt geschmissen? Ich habe es kaputt geschmissen, ne? So, hier. Lauf in den Mist rein. Mach dich weg. Oh, das hat nichts funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Tschüss. Aber ich lasse mich viel zu viel treffen. Es ist so schade, was ich hier mache. Es ist so schade. Er kommt da nicht mehr weg, ne? Ha, er ist voll ins Feuer gesprungen. Nice. Aber wie gesagt, ich lasse mich viel zu viel treffen. Das ist voll dumm. Weil jetzt sammle ich halt hier das HP ab und naja. Und das war's halt. Meins ist ein gutes HP, aber es hätte halt besser sein können. Das ist das, was ich meine. Wollen wir wieder auf Verdacht ein Batterie-Item kaufen? Gerade ist im Angebot. Ja, komm. Ist gerade im Angebot, nehmen wir mit. So, da ist wieder der Holy Poop dabei. Der Stein ist dabei. Okay, leider keine Spur. So, hier erstmal alles kaputt machen noch. Okay, und ich darf nicht vergessen, dass ich Stompy habe. Das sollte ich nämlich nutzen. Nicht auf die Pilze. Auf die Pilze sollte ich es nicht nutzen. Da ist es gefährlich. Aber grundsätzlich sollte ich es nutzen. Nee, ja. Ach komm. Ja, es gab ein Herz dazu. Wir haben Speed bekommen. Noise. Ein bisschen Range ging weg, aber damit kann ich leben. Ja, Range ist immer noch mehr als genug. Und da gibt es ein Damage-Up. Da gibt es ein Damage-Up für 15 Münzen. Das ist auch sehr gut. Ist ja gut jetzt. Wollte das hier speichern? Ich wollte...
das hier hochwerfen. Wirklich kein Geld. Ihr könnt mich mal. Mann. Nein, habe ich nicht von You Can't. Nee, war falsch. Das war bei dem Pillen One. Das war bei dem Pillen One. Never mind. Das war bei dem Pillen One. Ich laber Scheiße. Alles gut. Ja, okay. Im Moment kann ich nichts tun. Im Moment kann ich nichts tun, aber wenn wir hier fertig sind, dann kann ich einiges tun. Mein gut, ich könnte gucken. Alle. Okay, das nächste ist schon der Holy Poop. Bringen wir erstmal die Fliegen hier raus. Schmeißen wir den hier hin. Und den Holy Poop, ich muss ihn halt irgendwo hinsetzen, wo nicht so viel los ist. Von wo aus ich vielleicht gut schießen kann. Vielleicht mal da. Oh, da kommt eine Spur. Okay, lass mich mal ein bisschen weiter vorbereiten. Bombe weg. Dann den Stein hier hin. Dann noch ein paar Fliegen hier hin. Und jetzt kommt nämlich die Spur. Ja, okay, ich laufe alles kaputt. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich laufe alles kaputt. Da muss ich böse aufpassen. I see. So, aber sobald ich einen Stein habe... Erstmal die Spur verlängern. Stabil. Sobald ich einen Stein habe und der Pup da oben noch nicht kaputt ist... ...muss ich unbedingt die Effekte hierbei behalten. Das ist insane gut, Mann. Das ist insane gut. So, jetzt kriegen wir doch bestimmt irgendwo einen Stein her. Ach so, guck mal, die Spuren sind vorgegeben. Also ich sammle gar nicht einen Stein auf, sondern es ist vorgegeben, was wann kommt. Das füllt es einfach nur aus. So, aber da ist jetzt mein Stein. Zack, und jetzt kann das Ding da oben kaputt gehen, ist es egal. Nice. Das ist genau, was wir brauchen. Mehr brauchen wir nicht. Ich kann es sogar kurz demonstrieren, wenn ich die jetzt kaputt mache. Bleibt alles hier, weil der Stein unten ist. Ey, das ist so gut. Ich hab's verstanden. Ich hab mal was verstanden, Leute. Alter, das ist... Ey, wir müssen immer dieses Stein- und Pup- und Leuchtdings generieren können. Das ist ja insane. Aber es ist vorgegeben, also könnte es halt sein, dass das Spiel so ist, so du kriegst es einfach ganz selten. Guck mal, jetzt haben wir wieder eine Spur. Die Spur würde ich jetzt mal speichern wollen. Weil die Spur ist ja der Anfang von dem Ganzen. Die Spur ist das Wichtigste. So, die Spur speichern wir. Also nehmen wir erstmal die Fliegen hier mit. Bevor ich nämlich rausgehe, dann sind die alle weg. Das wäre dumm. Aber jetzt verstehe ich das. Das füllt einfach die nächsten Dinger aus. Und es ist vorgegeben, was wann kommt. Es wird immer klarer, wie das hier funktioniert. Halo, nicht Halo, Dings hier. Arthur, genau. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Damage up. So. Ah, wir waren noch nicht im Itemraum. Ein Schlüssel. Yo. Sehr gut.
Sehr coole Sache. Apropos Bomben. Ha! Treffer versenkt. Mehr auffüllen. Guppy! Come to me. Okay, coole Sache. Coole Sache. Zack, können wir auch noch auffüllen. So. Gut, kann ich noch mit dem Feuer irgendwas anstellen spontan? Hier ist nichts zum kaputt machen mehr, ne? Nee. Ich krieg auch keine Münze mehr. Sonst könnte ich noch die Kiste öffnen. Ja, vielleicht krieg ich hier noch eine Münze. Sieht aber nicht danach aus. Wir haben so viele Herzen, ich würde fast einmal riskieren, hier reinzugehen. Es ist halt ein Herz, was mir drauf geht. Vielleicht ist da noch eine Münze dabei. Gute Pillen? Keine Ahnung, was das macht. Ja gut, den haben wir schon offen. Aber jetzt kann ich mir noch den Schlüssel holen und hoffen, dass das sinnvoll war. Ja. Weil jetzt brauchen wir nie wieder Schlüssel kaufen. Das ist okay. Das ist okay. Das ist voll okay. Weiter im Programm. So, jetzt erstmal hier alles kaputt laufen. Auf vielleicht Crawlspace hoffen. Kein Crawlspace. Mom's Key. Wir brauchen auch so keine Schlüssel mehr kaufen. Okay. Piercing Shots. So, jetzt komme ich an Münzen ran, weil ich habe hier... der Martyr. Ja gut, aber ich meine... Im Moment ist der Martyr halt wirklich nicht irgendwie nützlich. Also nicht mal nicht mal im Ansatz. Weiß nicht. Nee, das machen wir jetzt nicht. Das Feuer nutzen wir jetzt gleich erstmal für die Spur. So, jetzt machen wir erstmal eine Spur. Dann packen wir in die Spur Feuer. Dann erweitern wir die Spur. Ups. So. Ja, die Bombe pfeffern wir kurz weg. Eine speichern wir. Dann kommt hier ein Giftding hin. Dann kommt hier ein Giftding. Ich muss nur aufpassen, dass es nicht mit dem Feuer kombiniert. Sonst macht es hier Bumm. Dann kommt hier so eine Wolke hin. Hier kommt der Creep hin. Hä, generiert der nicht eigentlich schwarzen Creep? Oder nur, wenn er dort ist? Ja, egal. Let's go. Nein, 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 nein. Infested Shot ist auch so geil für diese Geschichten hier, wenn immer mehr Gegner kommen, ne? Das war's schon. Stabil. So, weitere Vorbereitungen braucht man nicht gar nicht treffen. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter.
Der stand da gut. Würde ich mal sagen, der stand da richtig gut. Okay. Und weiter. Der steht da auch gut. Ah, schade. Engel. Das ist kein Engelraum. Ich hatte ein bisschen Bammel, dass das Gift bis in das Feuer reinrennt. Wir machen es mal ganz schnell weg. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Puh. Okay. Ich kaufe natürlich Guppies Paw. Weil ich habe ja schon ein Guppy-Item. Nein, mache ich natürlich nicht. Keine Panik. Jetzt habe ich nicht gesehen. An sich wäre 3 blaue Herzen für 25 Coins voll der gute Deal, wenn es hier blaue Herzen gäbe in dem Shop. Jetzt habe ich da nicht drauf geachtet. Gab es in dem Shop blaue Herzen hier oben? Dann wäre es eigentlich ein voll guter Deal, 3 Herzen für 25 Coins herzugeben. Aber ansonsten ist es riskant. Und ich würde eigentlich gern weiter versuchen, auch noch Engelräume zu bekommen, wenn ich jetzt was kaufe. Auf Verdacht. Nee, ich kauf's nicht. Ich habe euch meine Gedanken mitgeteilt. Ich habe euch meine Gedanken mitgeteilt, warum ich es nicht kaufe. Gab auch keine blauen Herzen, okay. Es gibt halt Chaos wieder, ne? Chaos ist halt so... Chaos, eben. Aber ich würde fast lieber das kaufen, anstatt Chaos. Ich meine, den nächsten Dingern könnten dann coole Sachen im Pool sein, ne? Der Pool wird halt durchmischt. Ach komm, wir nehmen Chaos mit. Okay. Dann weiter. Coole Sache. Coole Sache. Das ist halt, was Chaos macht, ne? Jetzt kann ich Sachen aus allen Pools überall finden. Oh, da muss ich aufpassen, dass ich da nicht reinrenne. Hier kann ich reinrennen. Die da unten können gefährlich sein, wenn die explodieren. Können, müssen nicht. Negatives pH. Oh, ja, gib mir das. Das will ich haben. Das will ich dann haben. Und jetzt gibt's hier blaue Herzen. Hätte ich die 25 Coins genommen, aber man wusste es halt nicht. Man konnte es nicht wissen. Man konnte es nicht wissen, dann hätte ich es jetzt wieder haben können. Aber das konnte man nicht wissen. War mir zu riskant. War mir einfach zu riskant. Ich hoffe, ihr versteht das. So. Fliegen hier. Wir jagen das mal gleich in die Luft, dass die weg sind. Oh, okay, am Billycord. Normaler Poop ist langweilig. Einfach weg, weg. So, jetzt kommt die Spur. Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Jetzt kommt die Spur. Sehr schöne Spur. Dann packen wir den Stein. Wo packe ich denn den Stein hin, dass der am wenigsten schnell kaputt geht? Ich packe den Stein mal vorsichtig hier hin. Ich habe bisher nur leider nichts. Oh, ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das trifft die Spur. Ich habe bisher nur leider nichts, was jetzt dafür sorgt, dass der einen Effekt bekommt, die Spur hier. Da habe ich leider noch nichts. Ja.
Nein, 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 nein. Ihr macht ganzes Herzschaden. Das ist nicht gut. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Konzentriere mich halt ein bisschen zu viel auf so Müll mit dem Poop. Yikes! Eieieiei. So. Ah, ein bisschen viel Energie verloren. Wir können hier ja dann eigentlich an sich recht schön Dings kaufen, ne? Aber ich will halt auch recht viel Geld noch behalten für Dings. Bin mir unschlüssig. Ich könnte noch mehr Spur machen. Ich kann doch einfach kämpfen. Wir machen mal die Spur noch grün. So. Das sollte jetzt ja an sich kein Problem sein. Ich meine, das ist auch ohne, das ist auch mit der Spur kein Problem. Also ohne die Spur ist das auch kein. Oh nein, die rennen da oben gegen die Steine jetzt. Ja, gut, die Spur. Oh Gott! Okay, mit ihm muss ich ein bisschen aufpassen. Gib mir meinen Umbilical Cord wieder, danke. Das wollte ich nicht. Hey, was hat mich getroffen? Ach, die scheiß Kugel, die da rumrollt noch. Ah, die habe ich nicht gesehen. Scheiße. Scheiße, die habe ich nicht gesehen. Halbes Herz ist risky. Halbes Herz ist risky. Soll ich mit dem halben Herz in den Kampf gehen? Das geht schief. Ich meine, ich kann auf Guppy vielleicht auch hoffen. Oder soll ich mich lieber erst aufladen? Dann ist zwar hier die ganze Vorbereitung weg, aber ganz ehrlich, hier liegen noch genug Pups rum, ich kann genug vorbereiten. Ich gehe mich lieber erst aufladen. So, einmal das hier. Oh, jetzt ist hier... Ja, aber ich brauche Energie. Sorry, ich brauche Energie. Ich muss die holen. Ich muss mir die jetzt holen. So. Ich weiß, das ist cool und alles. Keine Frage, aber ich brauche Energie. Sonst geht es hier schief. So, Spur. Ist ja nur für einen Kampf jetzt. An sich ist es jetzt wirklich nur für einen Kampf. Eigentlich ist der Aufwand schon wieder viel zu hoch, den ich hier betreibe. Wieso ist das gleich kaputt gegangen? Was war das denn für ein Effekt? Vorsichtig, schön ausweichen. Ja, der macht komische... Ja, nein, hör auf damit. Ja, so kann ich die Spur überhaupt nicht nutzen, weil ich nicht hinten... Oh, scheiße. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy! Nein! Okay, einer noch. Du bist noch übrig. Mach einen Abflug, du Mistvieh. Und gib mir den Engelraum, sonst war das hier alles umsonst.
Das klingt nicht nach Engelraum. Scheiße, gib mir wenigstens schwarze Herzen. Jo, das sind keine schwarzen Herzen. Im Gegenteil, du machst böse Dinge. Geh weg. Sheesh. Nope, kann ich mir nichts kaufen von. Mist. War blöd, den zu kämpfen, aber man weiß es halt nicht vorher. Aber der Kampf war doof. Ah. What now? What now is the question? Ich würde sagen, wir probieren mal den Geheimraum zu finden. Achso, das wäre jetzt ungünstig, was ich hier mache. Treffer. Ja, gut. Ja, gut, ne? Okay, ja, das war leider nicht so erfolgreich jetzt. Vor allem, ich hätte gern das Ding da oben halt gekauft. Gib mir das. Gib mir das. Oh, wait! Hab da ja noch was. Schade. Aber jetzt kann ich mir zumindest ein blaues Herz wieder leisten. Da fühle ich mich schon ein bisschen besser. Da fühle ich mich schon wieder ein bisschen besser. Mit zwei Herzen fühle ich mich schon wieder ein bisschen besser. Das läuft zwar alles noch nicht so optimal, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber okay. Yo, das ist okay. Wie gesagt, wir sind jetzt eigentlich in einer Phase, wo man sagen könnte, man könnte auch einfach mit dem Zeug, was man hat, kämpfen. Das so, ohne dass man noch zusätzlich diesen ganzen Pupkram hat. Ich darf mich da nicht so drauf konzentrieren, so starr. Oh, lol. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt ein bisschen spät, ne? Das ist jetzt fast ein bisschen spät, um diese Leiter noch zu nehmen. Andererseits? Ja, es ist eine Überlegung wert. Es ist eine Überlegung wert, würde ich sagen. Und das war nix. Das war nix, Freunde. Das war nix. Na gut, so. Bisschen Slowing Poop, zack. Ach, ich schieße immer gleich irgendwie. Ach, deswegen, wenn ich das werfe, schieße ich immer gleich. Verstehe, das ist der Grund. Ah, weil mein Familiar schießt. Wahrscheinlich schießt der Familiar, ja, okay. Habe ich verstanden. So, den Stein machen wir mal hin und jetzt hoffe ich, das funktioniert. Ah, ich wollte nicht Q drücken. Aber ist egal, der kommt hier hin. Nein, siehst du, der greift den gleich an, weil ich doof bin. Bis zum Stein. Yes. Das hat funktioniert. Dann machen wir noch ein Feuer hier hin. Also, der greift nämlich gleich an, okay. Nee, das war dumm. Ich schränke mich halt auch selber ein. An sich könnte ich wirklich hier mehr rumlaufen. Weil ich bin ganz gut, was meinen Angriff angeht, bin ich gerade echt ganz gut. Ich habe nicht aufgepasst. Oh mein Gott, Guppy. Oh mein Gott, Guppy rettet mich. Ich sollte einfach normal kämpfen. Ich sollte einfach normal kämpfen. Das war gerade richtig kacke, was ich gemacht habe. Das war gerade richtig, richtig kacke. Ich weiß, die Münzen sind eigentlich für... Aber ich muss jetzt das blaue Herz kaufen. Ich habe sonst gar keine Chance. Eieieiei. Okay, wir machen ein paar Support-Geschichten. Aber ansonsten...
kämpfe ich einfach ganz normal, wie wenn hier nichts wäre. Ich glaube, das ist schlauer. Scheiße! Nein! Ich habe wieder nicht aufgepasst. Oh, Guppy rettet mich schon wieder. Fuck! Fuck, ich verliere so die ganzen Münzen. Aber wie gesagt, die... Ich glaube, die verwirren mich zu sehr, die Pups. Ich kämpfe jetzt ohne Pups. Ganz ehrlich, ich kämpfe jetzt, wie wenn hier nichts wäre. Ich habe nämlich teilweise einfach wieder auch gar nichts... Scheiße! Gar nichts gesehen. Und eigentlich sind wir von der Ausrüstung her so gut besetzt, dass es eigentlich laufen sollte ohne den ganzen... Shit! Kommt, geht halt einfach weg. Ah, das war wieder Müll, Mann. Das war wieder richtiger Müll. Wow. Ich habe ja überhaupt nichts gebracht. Das hat ja überhaupt nichts gebracht. Der ist nicht mal in die Luft geflogen. Ich krieg mal wieder noch kein Geld vorher zusammen. Ah. Ärgerliche Momente. Aber ich, also ich bleib, glaube ich, dabei, dass ich sage, der Support ist am Anfang wichtig mit den Poop-Dingern. Aber danach sollte man sich mehr auf sein Zeug verlassen, was man gesammelt hat. Weil das war doch gerade ziemlich dumm, was ich wieder angestellt habe. Also da muss ich halt selber sagen, das war echt dumm. Das ist... Gibt's nichts anderes, was man sagen kann dazu. Ja, dass wir den Sprinter kaufen, ist klar, ne? Müssen wir nicht drüber reden, moin! Das war blöd. Haben wir irgendwo Feuer? Da unten. Nämlich gerade noch sagen, weil dann darf ich da nicht reinlaufen. Muss aufpassen, wurde dann aber von anderen Seite getroffen. Ich bin so dumm! Mensch! Nein, ich wollte es nicht stoppen. Ich wollte nur hochgehen zu ihm. Ja, ich wollte es nicht stoppen. Leck mich doch am Arsch. Mein Sprinkler!
doch mir den Sprinkler kaufen. Und mir auch den schönen Sprinkler kaufen. Wir kriegen wieder mal einen neuen mit Sprinkler. Gar kein Problem. Es kommt alles wieder zurück. Wie ein Frisbee. Oh. Bevor wir den Schlüssel kaufen, gucken wir natürlich hier rein. Danke. Danke für nix. Okay. Feier ich. Macht zwar ein bisschen Damage down, aber insgesamt erstmal coole Sache. So. Wir positionieren wieder ein paar Fliegen. Und bespeichern wir. Euer positionieren wir auch. Oh, da ist der Holy, habe ich gar nicht gesehen, siehst du? Den würde ich da oben hinsetzen. Ich denke, da ist der ganz safe. Leider haben wir im Moment noch keine Spur. Oben rumstehen ist jetzt nicht so günstig. Mach dich weg, danke. Aber so schnell kommt da auch keine Spur, ne? Ich sehe an den Symbolen, was wie wann kommt. Die kaputt, bevor du hingehst. Nein! Ah! Da ist die Spur. Das ist frech, geh weg! Da drin spawnen, wo mein Ding ist. Hier, ins Gesicht. Ja, das war jetzt blöd gesetzt. Ja, gut, anfangstechnisch war das doch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich würde trotzdem meine Spur setzen wollen, weil ich sonst auch dieses Damage-Up nicht dazu habe. Ich denke, das ist eine Idee. Wir können ja mal die Fliegen auf Hold machen. Jetzt kommt nämlich schon die Spur. Ach, die... Okay, ich hab Mist gebaut. Ich muss die Spur so setzen, dass sie den Pup... Wait, ich kann den Pup verschieben. Ich kann Pup... Oh mein Gott. Kann ich jeden Pup verschieben? Nee. Aber den hier kann ich gut verschieben. Ist das normal, dass wir den verschieben? Jetzt kann ich ihn auch nicht mehr verschieben. Oh, das ist ja voll gut. Das wusste ich gar nicht, dass das so funktioniert. Ciao. Ciao. Nein, er ist kaputt gegangen. Aber ist egal. Die starten in dem Ding. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. So. Das war doch ein schöner Anfang. Jetzt machen wir alles kaputt, falls irgendwo Münzen rauskommen.
Ach so, ja, okay, eigentlich müsste ich ja dann alle. Nee, nee, muss ich nicht. Nee, passt schon. Passt schon. Ich hab nix, wollt nix, ich hab nix. Alles gut. So, ein Schlüssel für die Kiste und dann gehen wir. Na, super. Das hat nichts, das war nichts, nicht so sinnvoll. Dann noch ein Schlüssel für den nächsten Itemraum. Komm, Abflug. Abflug! Ey, ich liebe die Kombinationen, die hier möglich sind mit dem ganzen Pupzeug. Es ist super gut. Leider bringt es mich zu oft aus der Konzentration. Das ist dann so ein bisschen doof. 8-Ball? Judgment. Nee. Jetzt im Übrigen, wo ich eine Karte bekommen habe, ne? Wäre Terret Clove dann doch wieder so gar nicht so schlecht, aber man weiß halt nicht, was kommt. So, das ist halt das Ding. Man weiß halt einfach nicht, was kommt, das ist ja klar. Man steckt da halt auch einfach nicht drin. Jetzt wieder die Batterie auf Verdacht kaufen, aber ich werde es machen. Weil ich weiß ja nicht, was kommt. Und wenn dann später unten der Sprinkler kommt und ich habe die Batterie nicht gekauft, ärgere ich mich schwarz. Ich muss die auf Verdacht kaufen und vor allem... Ja, nee. Wollte gerade sagen, hole ich so das nächste von den günstigen Items hier raus. Ja, nee. Das werden wir mal nicht machen. Okay, gucken wir, was passiert. Kann ich hier was setzen? Die Spur geht zum Glück gar nicht weg. Na, das ist ganz praktisch, dass die Spur halt gar nicht weggeht. Kann mal die beiden Pilze hier noch wegsprengen. Oder auch nur einen, weil ich zu dumm bin zum Sprengen. Danke. Dann können wir aber hier auch noch Gift reinsetzen. Und wir können das Ganze noch zu einem Holy machen. Und damit ist der Run eigentlich schon wieder durch. Solange der jetzt am Leben bleibt, ist natürlich die Geschichte, ne? Der Run ist nicht durch, aber die Runde meine ich. Aber der muss halt am Leben bleiben. Das ist das Problem. Ich habe schon wieder die falsche... Ich rasse halt. Mach mal noch hier ein bisschen Spur hin. Das Gute ist halt, die sind zielsuchend. Deswegen muss ich eigentlich nicht mich viel bewegen, weil die halt zielsuchend werden. Nein, er ist kaputt! It was good while it lasted. Ein schöner Kothaufen. Einfach kaputt gemacht. Komm, wir machen noch mehr Fliegen, dass es hier auch gut geht, dass wir hier auch auf Nummer sicher sind. Machen wir hier noch eine Fliegen-Dings hin. Und dann ist okay. Mehr brauchbares Zeug kriegen wir nicht mehr zusammen. Meint das Creep allein, nee, macht ja auch schon Schaden, ne? Der muss ja nur da drin landen. Sehr schön. No, du Drecksack. Ich hasse dich so abgrundtief! Du, jedes Mal machst du mir ordentlich Schaden. So, lösch dich. Ja, Battle, du! Drecksvieh. Okay. Alles cool. So, was kriegen wir Hübsches? Wieder mal ein Damage-Up. Nehme ich. Brauchen wir nämlich vor allem... Und ist ein HP-Up dabei? Das vergesse ich jedes Mal, dass da auch ein HP-Up dabei ist. So, Bombe haben wir auf Hold, deswegen Bombe raus. Stein auf Hold, Bombe raus.
Kein blaues Herz, na gut. So, jetzt folgendes. Wir haben hier ein günstiges Item. Ich muss ein bisschen rerollen, um zu gucken, was hier noch an günstigen Items bei rumkommt. Na, ist klar. Also den muss ich jetzt nutzen. Achso, außerdem müssen wir mal kurz mit dem Feuer hier uns Münzen holen. Yikes! Das waren nicht ganz die Münzen, die ich meinte. Aber die anderen zwei waren okay. So, ich werde mal bis 35 oder so gehen. Ach so, der rerollt auch den Günstigkeitsstatus. Okay, das war dumm. Dann hätte ich lieber die blauen Herzen kaufen sollen. Ja, okay, dann haben wir aber zum Glück nicht so viel Münzen hergegeben. Ist okay, ist okay, ist okay. Ich habe meinen Fehler eingesehen. In Ordnung, bitte, bitte peinigt mich nicht. Geh ja schon weiter, ich gehe ja schon weiter. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung, ich gehe ja schon weiter. Please don't hate. So. Ah, nice. Nicey, nicey. Wir haben halt... ich habe die Batterie. Und ich habe jetzt die Autobatterie. Und ich habe kein Space bei Item, aber ich hole die mir jetzt. Ich muss das machen. Die Gefahr, also der, die Möglichkeit, dass halt irgendwann was Krasses kommt, was ein Spaceball-Item begünstigt, ne? Ich muss es tun. Tut mir leid. Es ist irgendwo dumm, es zu machen, wenn nachher kein Spaceball-Item kommt. Irgendwo ist es dumm. Aber in dem Moment, wo eins kommt, habe ich jede Berechtigung, es getan zu haben. So. Überleg gerade, wir haben ein bisschen Speeddown. Ich würde den mal mitnehmen. Okay. Ich würde jetzt hier auch gar nicht wieder so übertreiben mit dem ganzen Support-Kram, weil ich das, dann verwirrt mich das nur alles wieder. Weil dann liegt so viel Zeug rum, genau das ist das, was ich meine. Dann liegt so viel Zeug rum. Und ich konzentriere mich auf alles, außer aufs Kämpfen. Oh, nice! Den habe ich jetzt gar nicht realisiert. Ja, genau, genau. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Mach das, mach das. Gib mir den Effekt. Sehr geile Sache. Nein, da wollte ich nicht reinrennen. Ah, hör auf! Nein! Mm. Ja, mach die weg, mach die weg, mach die weg, mach die weg. Mach alles weg. Mach den ganzen Schmutz weg. Eieieiei. Gefährlich hier. Ach, scheiße, ich hasse jetzt, wenn man getroffen wird. So, wir haben eigentlich gerade nicht einen Grund, hier raus nicht rauszugehen, ne? Ich kann eigentlich einfach rausgehen. Ja, ich kann rausgehen. Was wir aber mal schnell machen... Ach, das wollte ich nicht. Ich wollte hier die Dinger noch in die Luft jagen. Okay, dann nicht. So, jetzt einmal hier. Zack, zack. Schade. Dann wieder nicht. Okay, das juckt den nicht. Wie weit bis zu den nächsten Bomben? Hm, ja, komm, machen wir. Eine Münze.
Ich meine, ich könnte mir Lump of Coal holen. Nee. Oh, wir haben noch was. Ich kann resetten, ich kann resetten, ich kann resetten. Oh mein Gott! Ich habe einen Qual Space freigelegt. Ich habe einen Qual Space freigelegt. Ich habe einfach einen Qual Space freigelegt. Gib mir was Gescheites. Junge! Ich kann einfach rausgehen, was will ich denn hier drin noch? Gott, schlecht gekämpft, ey. So, ah, waren hier nicht von blaue Herzen? Ich, oh nein, ich habe rerollt. Ah, da war was. Okay, aber jetzt haben wir mehr Tiers. Tiersrate ging hoch, das ist schon mal gut. Ja. Mehr können wir nicht tun. Mehr können wir echt nicht tun. Gehen wir weiter. Achso, gehen wir weiter. Ich bin erst im Bosskampf. Ich bin ja erst im Bosskampf. Ist noch nichts mit weitergehen. Das da oben gefällt mir gar nicht. Oh nee! Das wird mir ein bisschen zu voll hier gerade. Jetzt doch gern so ein bisschen Support hier. Mach dich mal weg jetzt hier. Okay. So, und er hat es auch gleich geschafft. Du hast es gleich hinter dir, Monstro. Ja, sehr schön. Nee, jetzt war es noch nicht. Okay, ich dachte, es war's. Okay, das war's jetzt. Eieiei. Da schmeißen wir doch nochmal einen Support-Pup zur Seite. Shit! Shit! Junge! Okay, ich belasse es dabei. Wir haben was gelernt. Wir haben mehr gelernt. Und ich konzentriere mich zu viel auf die Kacke. Ich konzentriere mich zu viel auf die Kacke. Das sind eigentlich relativ normale Ones, die man schaffen könnte. Ach, komm schon. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Wir wollen den Part nicht zu lang werden lassen.